Hallo lieber Rattenfix, wisst ihr, was das ist? Die Wiesenschnake oder auch Tipula in der Fachsprache genannt, eine ganz jung geschlüpfte Wiesenschnake. Und habt ihr euch schon mal gewundert, was aus eurem Rasen hier raussticht? Diese komischen, hier überall, diese komischen Hüllen hier, die kann man auch so rausziehen und ist das so ein leerer Körper. Das sind die Reste der Larve von der Wiesenschnake. Die Wiesenschnake kommt jetzt im September überall aus dem Rasen rausgekrochen, um dann hier ihren Lebenszyklus zu beginnen. Die Wiesenschnake legt im August, September ihre Eier, bis zu 300 Eier auf der Rasenfläche ab. Und dann entstehen nach 2 bis 4 Wochen die Larven und die fressen die Wurzeln der Gräser. Und deswegen muss man gucken, dass das nicht zu viel wird auf so einer Rasenfläche, weil das kann natürlich Schäden erzeugen. Dann wird das krass so bräunlich. Und man sieht eben sehr schön, wie viele man so auf seiner Rasenfläche hat, wenn man hier sich mal diese ganzen Höhlen anguckt. Bei uns geht das gerade noch so. Und man kann mit Nematoden zum Beispiel, kann man diese Wiesenschnake jetzt Ende September, Anfang Oktober sehr gut bekämpfen. Kleiner Tipp vom Rasenfreak.